Ich begrüße euch zurück in Nepal. Wir sind immer noch im Krieg mit Koch und Tirhut. Der Krieg ist zum Teil schon beendet worden mit Gawal. Wir konnten uns die Provinz Kumaon in der letzten Folge einverleiben. Als nächstes eventuell irgendwas mit Koch oder auf jeden Fall Tirhut. Und dann lassen wir den Krieg mal weiterlaufen und schauen, ob es nicht doch noch eine überraschende Wendung gegen uns gibt. Koch bietet uns Frieden an. Nein, nein, nein. Wir belagern sie weiter. Wir wollen mehr. Wir wollen einfach mehr. Als nächstes habe ich ja schon gesagt, möchte ich Krieg gegen Uzang führen. Uzang hat derzeit ein Militär von... Ganz unten waren sie. 5000 Truppen. Sie sind verbündet mit Saryuk-Yugyur. Die haben 6000 Truppen. Und sie sind verbündet mit Labdak. Wobei ich das richtig in Erinnerung habe. Und die müssten auch nochmal so 6000 Truppen haben. Okay, die haben nur 2000 Truppen. Das macht dann 8000 und 5000. 13.000 gegen. Gegen, ja, 12.000. Oder nee, 13, auch 13.000. Ja, das würde sich ja anbieten. Weil die andere Sache wäre, ob sie mit ihren Truppen hierher kommen könnten, steht noch außer Frage, da sie durch Google müssten. Oder durch. Labdak kommt auf jeden Fall durch Kankra, also zumindest nach Kankra. Gawal weiß ich nicht, aber das Problem ist, naja, gut. Ich möchte ja natürlich auch nicht, dass Kankra zu starke Probleme bekommt. Unsere Truppen haben die Provinz fertig belagert, dann gehen wir nach Tirhut. Wir bieten Koch einen Friedensvertrag an. Koch Hajo möchten wir. Nee, möchte ich nicht. Möchte ich das? Meine andere Frage. Oh. Wisst ihr, warum ich nicht das voll, warum ich sie nicht voll annektieren kann? Ich habe eigentlich einen Kriegsstand von 100%. Die haben eigentlich gar nichts mehr, aber es wird mir nicht als 100% angesehen. Das hatte ich gestern schon. Ich hatte gestern noch einen anderen Bug mit Neapel, dass ich die einen Feinde dort nicht angreifen konnte. Keine Ahnung warum. Aber ich weiß nicht, warum habe ich keinen Kriegsstand mehr von 100%? Muss ich da beide kaputt haben, damit das geht? Oder wie ist das mit den 100% geregelt? Okay, hat sich erledigt. Frage beendet. Die Frage ist, ob ich es als Dings haben möchte oder als... Ich glaube, ich möchte es als Vasall haben. Nee, andersrum. So. Dann nehme ich, glaube ich, gleich die Provinz. Dann verlange ich so viel Geld, wie sie haben. 8. Und sende die Forderung. Das machen wir zur Kernprovinz. Ich hoffe, ich habe die nicht allzu sehr verärgert. Aggressive Expansion. Assam ist uns nicht mehr freundlich. Aggressive Expansion ist okay, ist okay. Ich hoffe, das ändert sich nicht, ne? Auf jeden Fall haben wir jetzt einen Vasall. Einflussaktion, Annexion fordern, mindestens 10 Jahre warten, 1460 und 190 Beziehungen haben.
Ja, ist machbar. Wir können eine neue Mission auswählen. Machen wir auch gleich. Wir wollen die Provinz sowieso noch haben. Die Darlehen können wir mal zurücksetzen, da wir Geld bekommen hatten. Also ich muss sagen, es läuft im Moment sehr gut für uns. Ja, assamische Patrioten. Wahrscheinlich hier in Dings. Ja. Oh, okay, kann ich auch noch zerkämpfen. Gut, damit hat auch der Krieg gewonnen. Damit war es das schon wieder mit den Kriegen. Geld verlangen kann man nicht. Oh, eine Ausbreitung von 20. Naja, lohnt sich nicht. Dann nehme ich das lieber so. So. Machen wir mal kurz Pause. Der Krieg ist vorbei. Wir haben drei Provinzen dadurch bekommen und einen Vasallen. Also alles positiv für uns. Wir haben Uzang als Rivalen. Wir dürfen neue Rivalen bestimmen. Delhi und Jaunpur oder Bengalen? Interessante Frage. Jaunpur hat ein Bündnis mit Gujarat, Multan und Mewat. Und Jaunpur hat eine Armee von 21.000 Mann. Nee, danke. Das möchte ich nicht. Bengalen hat eine Armee von 16.000 Mann, könnten 17. Und Delhi hat eine Armee von 13.000. Und Delhi hat immer noch Probleme mit ihren Dingern. Da. Dingern, ja. Mit ihren Rebellen. Ich werde Delhi als Rivalen bestimmen, weil Assam möchte ich gerne als Bündnispartner behalten. Die sind mir auch wieder freundlich gegenüber. Das finde ich sehr schön. Nee, die möchte ich auf jeden Fall als Bündnispartner behalten. Delhi. Okay. Eine neue Mission auswählen. Schützt unsere Brüder in Patna. Ja. Integriert Koch in euren Staat. Wir machen erstmal das. Koch können wir immer noch später machen. Wir müssen sowieso erstmal noch gut 9 Jahre warten, bevor ich sie als Vasalle integrieren kann. Malmal ist verbündet mit Bengalen. Ah. Interessant. Muss ich die jedes Mal neu als Land von besonderer Wichtigkeit markieren oder hatte ich die einfach noch nicht markiert? Kann ja auch sein, dass es speichert. Timurid, das ist verdammt interessant. Die muss ich auf jeden Fall aufpassen. Ich möchte nicht unbedingt jetzt schon gegen die kämpfen. Hat die Mission der Reichtum Indiens. Das bedeutet dann wahrscheinlich, dass sie auf jeden Fall zu uns gelangen werden, früher oder später. Ich weiß nicht genau, welche Mission das war. Ich habe mit Timurid noch nicht gespielt. Zumindest habe ich sie mal kurz angeschaut, aber noch nicht gespielt mit dem. Ich glaube, wir werden uns erstmal in Richtung Ming-Dynastie ausbreiten. Zumindest Uzang erstmal einverleiben. Und Koch natürlich gegen die großen Länder. Kann ich im Moment nichts tun. Lassen wir mal weiterlaufen. Die Provinz werden wir auch noch übernehmen. Garhwal, früher oder später. Theoretisch gesehen könnten wir schon mal einen Anspruch fingieren. Moment, was gegen sie machen, machen wir sowieso nicht, weil wir einen Friedensvertrag haben bis zum Jahr 1461, also noch 10 Jahre.
Da haben wir also noch Zeit. Ich würde mal sagen, im Moment liegen wir gut im Rennen. Noch keiner ist weiter fortgeschritten in der Militärforschung oder anderer Forschung. Timurid wird wahrscheinlich schon auf 3 sein, ja. Und da haben wir es doch. Orisa hat ihrem neuen Feind den Krieg erklärt. Beziehungsweise andersrum, ja. Sollen die sich prügeln? Sind im Krieg mit Orisa Gayat, Venat, und Bastar. Sind im Krieg mit Via und Jaffna. Ja, sollen sie sich prügeln? Mich stört das nicht. Mich stört das Ganze wirklich nicht. Mehmet wurde Vasall von Jaunpur. Das gefällt mir nicht. Malwa ist im Krieg mit Bastar und Genamina. Verbündet mit Bengalen. Na ja, gut, das hier war es einfach von Malma, okay. Na, ja, das denke ich, werden sie gewinnen. Delhi zerbricht schon wieder und da haben sie wieder 14.000 Truppen. Boah. Kann ich dagegen nichts machen, war. Gegen Bengalen, Sindh und Nagapur will ich Ungarn Krieg führen. Gut, so wie es aussieht, ist Sindh nicht das wirkliche Problem, aber gegen Bengalen noch Krieg führen nebenbei. Nee. Ungern. Ungern, ungern, ungern. So, Delhi ist zerbrochen. Verdammt interessant. Delhi wurde gespalten. In. Ja, wir bauen den Palast. Kostet zwar Geld, aber. Macht nichts. Wir verlieren Geld und Geld und Geld. Warum verlieren wir so viel Geld? Wir haben jetzt große Armee. Wirklich? Ja, das heißt wahrscheinlich, dass wir mehr Provinzen brauchen. Oh, Mann, warum vergesse ich immer den. Aber nein, wir bekommen bald schon wieder Geld, denke ich. Beziehungsweise mehr Geld. Einfach mal abwarten. Ich meine, noch reicht das Geld sowieso. Also von daher. Verbindet mit Mong Yang. Ah, super. Oh Mann. Okay, also Delhi ist nicht mehr das Problem. Delhi ist einnehmbar. Punjab. Sind mir freundlich gegenüber und die haben, glaube ich, sogar eine relativ große Armee, wa? Das ist sehr von Vorteil. Da werde ich gleich mal sagen und fragen, ob sie ein Bündnis wollen. Sie haben nämlich sogar die gleiche Religion. Das finde ich sehr schön. Sie haben es angenommen. Das ist noch besser. Jetzt haben wir schon mal einen weiteren starken Verbündeten. Kaschmir will ich nicht. Das Problem ist, Timurid. Die werden auf jeden Fall nach Indien vorkommen, wegen dem Reichtum Indiens. Sie haben ja
Kernprovinzen, also sie haben Ansprüche auf diese ganzen Provinzen hier. Und das wird sich negativ auswirken, garantiert. Gut, aber was heißt negativ? So, wir haben den Kriegsgrund gegen Garwal, den ich haben wollte. Jetzt muss ich mich nämlich auch nicht mehr um Kankra kümmern, weil wenn die in den Krieg mit eintreten, dann hoffen wir es einfach mal. Ja, okay. Aber Sam möchte nicht, weil sie verschuldet sind. Ich glaube, ich müsste das ohne Assam schaffen, wobei Assam natürlich schön wäre. Timurid kommt. Tja, was wollen die gegen den machen? Die können nichts gegen die machen. Weil Timurid hat. Schauen wir mal, wie viele Truppen? Nur 45.000 im Moment. Ist ja gar nichts, eigentlich. Oh Mann. Also sollte ich mal Probleme mit denen bekommen, dann sieht es schlecht aus für mich. Und die kann ich mir auf jeden Fall noch holen. Ja. Erstmal schauen, welche Provinzen ich alle übernehmen kann. Warum haben die eigentlich die gleichen Farben? Okay, ja. Nein, das ist ein Unterschied von nicht zu sehen, ja. Alle sind im Krieg. Alle gegen Reva, Kanta, Bastar und Katifa. Oh. Okay. Oh, Delhi hat auch sogar noch Rebellen. Rebellen, Vasallen. Ach nö. Ich habe ja schon wieder keinen legalen Nachfolger und ist er schon. Unser Herrscher ist schon 49. Ach nö. Mögen Garwal wenigstens die da? Ja, so ein bisschen, wa? Die mögen sogar uns. Rein theoretisch gesehen. Okay, nein, mögen sie nicht. Das wurde nur falsch angezeigt, glaube ich. Ja, doch, eigentlich. Ah, unsere Meinung von Dingses. Aber das hier müsste eigentlich passen. Die müssten eigentlich Durchmarschrecht bekommen. Hoffen wir das später. Rebellenaufstand 50%. Überlaufen zu Assassin. Ja, garantiert. Nein, danke. Ich möchte die Provinz bitte behalten. Das wäre zu freundlich. Oh, perfekt. So, jetzt haben die einen Anspruch auf unsere Provinz. Das finde ich nicht okay.
Mit wem ist denn Stings da verbündet alles? Karadel, Ozang und Mong Yang. Nee, dann nicht. Oh Mann, genau das, was nicht passieren sollte, ist passiert. Drohende Katastrophe. Okay. Passt wieder. Ja, so typisch. Die stirbt genau dann, wenn er nicht sterben sollte. Integriert Koch in euren Staat, können wir erst in 7 Jahren, beweist die Legitimität von 100, das dauert, vernichtet Uzang, ist wahrscheinlich, ja, nehmen wir das. Wir können wieder eine Gottheit auswählen und wir wählen wieder Vishiva. Ja, doch. Und das war's schon wieder für diese Folge. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Ich hoffe, man sieht sich bei der nächsten Folge auch wieder. Und eventuell gehen wir dann schon wieder den nächsten Krieg an. Gegen Uzang. Aber das sehen wir dann in der nächsten Folge. Ich bedanke mich und macht's gut. Ich wünsche euch noch einen verregneten Samstagnachmittag. Abend.